nicht um die beste Situation, in der Giru, wer mich da zurückgelassen hat. Du könntest wahrscheinlich abhauen im Enterhaken. Du eher weniger. Allerdings hast du eine schwere... ist das eine Gausswaffe? Ich glaube, es ist eine Gausswaffe. Schwere Gausswaffe. Dann könntest du fast das Ding zerschreddern, aber halt nur fast. Hast du einen anderen Helm auf? Du siehst ganz anders aus, oder? Komm mir so vor, wegen dem schwarzen Lack. Ha. Na gut. Und ja, der Vierer-Trupp hier hinten. Ich denke, wenn die jetzt auch noch losstürmen, dann triggern wir einfach nur noch einen weiteren Trupp. Gucken wir mal. Also bis zu einer vollen Deckung sollten wir schon mal vorgehen können, ne? Ja. Moving out. Das ist keine Deckung? Achso, du bist ein Bot, du brauchst keine Deckung. On my way. Naja, du könntest auch weglaufen. Mit der kann einfach hochspringen, ne? Hey. Ja, hier hinten zum Beispiel hinlaufen, dann müssten die vielleicht auch sprinten oder hätten schlechte Schüsse. Ich glaube, das mache ich dann eher. Also, du dahin. Okay. Du kommst sowas von schnell weg. What's over there? Problem ist halt nur, dass wenn ich jetzt dahin gehe, ich hier was auslösen könnte. Das mache ich dann erst lieber nächste Runde mit dem Char zusammen. Also Overwatch für dich. Movement request confirmed. Sensors at maximum range. Okay. Zweite Etage. Ach, kann er nicht gleich bis zum Dach hochspringen? Ich dachte, die könnten beliebig springen, die Bots. Also er kann nur eine Etage wechseln, nicht zwei. Have an operative down, Commander. We should attempt a rescue if possible, but not at the cost of our other troops. Okay. Das war jetzt schnell und schnell. Wechsle Position. Hältst du dann auch Iron Curtain? Reduces Enemy Mobility? Nee. Komm, den tackern wir jetzt an, dass er wenigstens seine Rüstung verliert. Der ist super heavy, Mac, der. Rüstung hält Stand! Shield removed, yo. Ja, ich denke, der Rest sollte verrücken, weil das schafft die da nicht alleine. Wir triggern jetzt eventuell noch einen feindlichen Trupp. Aber das ist dann so. Moving to designated coordinates. Advent troops here. Ja, sofort ein Trupp getriggert. Wow. So, dann kannst natürlich keinen davon anzünden, weil der Flammenwerfer die unsinnigste Waffe hier überhaupt ist. Und auch die Hälfte der Einheiten dagegen immun ist. Aber ich bin nicht verbittert oder so. Schnitzel. Den. I'm spotted. Und nicht unseren. Warte, vorher nochmal Overdrive. Dass du danach auf einen von denen schießen kannst, der dann keine Deckung mehr hat. Das ist der Plan. Wir haben beide noch Deckung und beide leben noch. Super. 26. Setting Overwatch. Für dich.
spend an action to grant all allies with a command rate plus 20 crit chance. Oh, du kannst den da oben stabilisieren. So weit geht das? Okay. Aber stabilisieren brauchen wir eh noch nicht. Das ist okay. Ich würde ganz gerne irgendeine von flankieren, aber das ist wohl auch nicht drin. Dann nehmen die lieber volle Deckung. Trefferschancen sind so grausig. Kannst du leben. Bonus Action, dann kannst du nochmal schnetzeln, oder? Ich glaube, das habe ich schon mal getestet und das ging irgendwie nicht. Ich glaube, man konnte den nur bewegen. Nee, du kannst angreifen. Du kannst auch den flankieren. Aber nein. Slash. Weil du hast kein Blade. Oh doch. Bladestorm hast du. Ja, nee, dann bleibst du hier stehen. Bladestorms den gleich, wenn er wegläuft. Und schießt jetzt einfach so auf die Schlange. Die dann genötigt ist, sich zu bewegen, weil sie flankiert ist. Und dann kann unser Overwatch an Bord auf die Schlange schießen. Das geht ja sogar einigermaßen auf. Tito geht entsprechend. Overwatch. Der muss jetzt sitzen. You can't handle me. Jo. So, here it is. Ach, schade. Also wegen Zunge ab. Not even close. Quasi. This looks a little ugly. Bound. Der bleibt einfach stehen. Ah, natürlich. Jetzt kann er ja stehen bleiben, weil er nicht mehr flankiert ist, weil die Schlange, die andere Schlange, den angezogen hat. So was macht Bord. Sie haben mich erwischt. Bound. Reinforcements gelb. 26 Niki. Warum bist du da nicht flankiert, wenn ich dich von hier beschieße? Movement engaged. Hi. Ihr seid komisch. Enemy unit still engaged. Hat aber gereicht. Jetzt müsst ihr eventuell stabilisieren oder heilen. Könntest den heilen, den anderen stabilisieren? Der hat noch zwei Runden. 77, den kriegst nicht tot. Zu Befehl. Aber du kriegst ihn. Oh, da unten ist ja noch einer. Ja, aber du kriegst ihn angeschlagen, dass die anderen finishen können und eventuell würde sie auch gleich noch aus, dann müssen beide Teil stabilisieren. Aber das können wir ja anscheinend von überall mit dem Bot. Also ist nicht so schlimm. Von der Rüstung abgeprallt. Flame Tito. 43, aber zweimal. Adjusting sights. Ah. Yeah, I didn't get it. Komm, 44%.
Das heißt, der Trupp hier unten ist schon mal wieder secure. Der Trupp oben eher weniger. Jetzt können wir überleben, oder? Das hat weh getan. Ja, also beide am Ausbluten. Warum dürft ihr gerade Granaten schießen, ohne dass instant ein Swarm gespawnt wurde? Das ist unfair. So, stabilisier. Kommst dann beide ran. Okay, stabilisier den hinteren. Bot, flieg. Der hat mal Movement, hm? Warum können das nicht unsere Soldaten haben? Genau wie die kleinen Drohnen von Advent. Alle Fenster mitnehmen, wo geht. Sehr schön. Könntest du sogar wiederbeleben, aber ich denke, das ist nicht so die beste Idee. Ich denke, wir sollten. Da ist noch ein Dreier-Trupp irgendwo. Let's move already. Scanning approach vector. Ja, du musst auch hin. I'm on the move. Getting it done. Da ist jetzt Deckung gerade nicht so wichtig, weil der eine Bot, der noch akut ist, ist zu weit weg. Affirmative. Covering now. Jetzt dauert es zweimal auf. Der jetzt hoffentlich auf den Bot angreift, weil der den Lärm gemacht hat und nicht uns. Natürlich. I've got nothing. Threat eliminated. Sollte doch eigentlich nochmal einen Schwertkämpfer hinschicken, richtig? Oh, ist hier falsch. Okay, Reinforcements nächste Runde. Ran. Kannst du von da oben aus machen? Okay, es reicht nicht. Zöger das mal eine Runde raus, damit wir jetzt erstmal zum Dealer kümmern können. Dadurch ist es dann zu komplett beendet. Aber ja, aber nicht so, ne? Okay, bei denen ist der Flammenwerfer jetzt vielleicht noch interessant. Aber trifft natürlich. Ah, doch, drei. Okay, dürfen sich uns ohne bewegen. Der ist noch unbeschadet. Minor damage. Ammunition depleted. Storm. How many is that now? No, it's in. Werden. Reinforcements kommen auch. Stabilize. Wir müssen auch noch da oben aufs Dach rauf, ne? Möchte ich nur noch mal so anmerken. Wir müssen die beiden Typen holen und zum Evac runtertragen. Währenddessen kommen durchgehend Reinforcements. Also durch die nächsten Fenster. Ja, ja, drei Fenster diesmal. Sehr gut. Das ist die Revival. Ich glaube, es wäre echt eine gute Idee. Dann revivest du jetzt Rex Holly. Weil die den Enterhaken hat. Und ich weiß nicht, ob man mit jemandem auf der Schulter Enterhaken kann. Das wäre natürlich super fürs Movement.
Oh, keine neuen Fenster. Ja, weil der Winkel immer der gleiche war, ne? Ja, dann gehen wir wieder hier hin. I guess that'll be okay. Carry Just keep an eye on them. Und dann kannst du das nicht mehr nehmen. Ich würde jetzt auch ungerne hier hingehen. Weil da könnten halt feindliche Truppen sein. Weiter weg ist. Und der Bot nicht instant weiß, dass der Charakter wieder aufgestanden ist. Einer. Oh ne, zwei. Überschaubar, wo ist das? Advent Troop spotted. Ach, bei uns. Enemy down. Tot? Das war effektiv, so hoch Bot. Da. Oh nein, 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 nein. Hi. At least we know where they are. One of ours. We've only got one more operative on the ground. We need to get him out of there. Sah so gut aus kurz. Aber ja, die wissen wohl instant, wenn jemand wieder lebt. Die KI. Mehr ist. Long range movement. Let's rock. Ja, dann müssen wir schon wieder vorrücken. Affirmative. Good to go. So, der Bot ist da. Kannst du. Ich kann jetzt nicht wieder sehen, weil. Perspektive doof ist. Kannst du von hier aus auf den Bot schießen? Finally! Nein. Affirmative. Bot Action. Kannst du mir auch nicht schießen. Du bist noch viel zu weit weg für alles. Already there! Got it covered! Moving time! Protocol engaged. Failure. Durfte Bot nicht auch noch schießen? Brain damage detected. Oh, Schwarm dort drauf. Komm jetzt aber auf den Bot. Und da schießt mir drauf. Nee, lauf mal am Bot vorbei. Alle. Och. Bah. Bah. Green Force muss nicht so ohne für den Feind. Yay. Du. Zünd die mal. Burn them out! Alan. Sind jetzt kein Problem, aber sind eventuell noch ablösen. Also sie greifen uns nicht an, aber der Feind schießt eventuell auf die, weil es halt näher gelegene Ziele sind, die keine Deckung haben. Schauen, schauen.
super heavy. Durchs Feuer. Nee, ungern durchs Feuer. Da hättest du keine Deckung mehr. Würdest du von dem da hinten flankiert werden und wir haben gleich. Das ist alles übel. Aber die sollten an derselben Stelle runterkommen, ne? Also hier und dann eventuell uns nicht aggroen sofort. Limited damage projections. I require additional ammo. Order's confirmed. Moving out. Revival Protocol. Ja, komm. Letzter Versuch, da oben was zu reißen. Das könnte ja etwas wehtun. Und ich nehme die Leiche mit für die Ausrüstung. Kein Problem. Wobei ich nicht weiß, ob das hier im Mod überhaupt standardmäßig drin ist. Oder ob man dafür nicht. Ich stelle mich absichtlich hier hin, wo keine Deckung ist, damit wir nicht hochschießen können. Wenn wir an der Brüstung stehen, können sie uns treffen. Wenn wir weiter hier stehen, nicht. Wegen Winkel und so. Den anderen Typen hinten sehe ich nicht, ja. Nee. Dann geh doch bitte. Schieß bitte auf den. Wie Schwertkämpfer das so machen. Und daneben schießen. Als Schwertkämpfer sind. Ja, das ist gut, dass der noch überlebt. Dann können die nämlich auf ihn hier schießen. Den hier weniger, weil das so weit weg ist. Komm gut weg, der Junge. Was war das? Es war ein Schmerzensschrei und ein einstürzendes Dach. Klangst nicht so, als wenn du getroffen würdest. Das klang zu positiv irgendwie. Bin getroffen, bin getroffen. Okay, drei Stück. Und sie sind nicht da gedroppt, wo die anderen gedroppt sind. Da. Oh. Oh. Und kann nicht weg wegen Overwatch. Nice. Du kannst den Mac. Löst Overwatch aus, ja, aber du bist so verdammt schnell, dass du nicht getroffen wirst. Und warte, du löst es gar nicht aus, ne? Ah, das war die falsche Art von Perk. Wurde ja auch vor kurzem schon mal darauf hingewiesen in den Kommentaren. Es gibt einmal das, dass der Gegner Abzüge bekommt, wenn man schießt, und einmal das, dass man gar nicht erst auslöst. Was natürlich dann praktisch ist. Also Overdrive. Free Reload. So, wir müssen auf den da hinten einmal schießen, damit sein Overwatch weggeht.
Ja. Audible armor deflection. Dann Haywire. 33%. Nee. Dann schicken wir dich. Weg. Bestätigt. Ich möchte ja dem Blade Master trauen, ne? Dass der nächste Runde, wenn er irgendwas macht, geschnetzelt wird, aber ich weiß nicht. Critical Hit Bonus. Das kostet aber eine Aktion, ne? Spend an Action, ja. Okay. Get some. Okay, probier's. Nein. Dann lauter und... Oh, das ist ein Thema für uns bei. Hier. Ready for the fire. Denk aber auch nicht ganz viel Lust und legen den Feind ab. Das war nicht das Ziel, okay. Du hast noch zwei Aktionen. Der ist flankiert, aber du triffst ihn trotzdem nicht. We're off the armor. Damage Control. Die Trefferchancen sind der Hammer. Oh ja, ist nur ein armer Bot, der nicht upgradet wurde. So, 48 oder 43. Ich vertraue darauf, dass das Schwert da vielleicht was reißt. Schieß auf den Shieldbearer. Nö. Targeting Diagnostic. Weapon ammo depleted. Ja, da sind die Brennenden lost. Sind weg. Blitzstorm, Blitzstorm! Not good. Wo bist du denn? Nein! Du Arsch! Was ein Riesen! Ah. Wir können uns das leider zu diesem Zeitpunkt in der Kampagne nicht leisten, jetzt zwei Sergeant-Plus-Leute komplett zu verlieren. Außerdem ist die Mission eh fehlgeschlagen. Ja, dann nutze ich jetzt meinen einen Reset-Promotion und spring zurück.